Hey ho und willkommen bei meinem Video. Inzwischen habe ich zu Abend gegessen und war am Handy. Ich habe voll viel gegoogelt und habe mich informiert und habe jetzt, bin jetzt ein bisschen weiter, weil ich weiß jetzt zum Beispiel, okay, das ist, also wenn man eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, sollte man, gibt es so Beläge, die man nicht benutzen sollte. Aber das Problem habe ich gar nicht. Meine Luftfeuchtigkeit ist meistens unter dem Minimum. Weiß auch nicht, wie das kommt, ist aber halt so. Aber hier steht, wie man am besten es hinbekommt und welches Material ganz gut ist. Und das ist ein Putz. Toll. Das ist jetzt wirklich. Ich habe jetzt wirklich stundenlang gesucht, nur um rauszufinden, dass das Internet mir sagt, dass ich einen Putz brauche. Welchen ich brauche und so weiter. Das steht ja auch wieder nicht. Aber hier steht auch nur für Kellerwände. Oh, vielleicht, weil ich hier auch gegoogelt habe nach Kellerwandputzer. Okay, ja, das lief jetzt nicht so. So, jetzt gucken wir mal, ob das das Zimmer kühler macht. Tatsächlich, ein Putz macht das Zimmer kühler. Also zumindest, wenn man eine Wandheizung/Kühlung einbaut. Was ist das denn jetzt wieder? Oh nein. Okay, also das klingt schon mal teuer. Darum lasse ich das mal ganz und google da erst gar nicht groß. Ja. Und werde dann einfach hoffen, dass es Verputzen schon was macht. Weil ich denke für mich so, also ich möchte nicht diese Isoliermatten direkt haben. Weil wenn ich das einfach direkt drauf klatsche und dann irgendwie mal dagegen komme und dann ein Loch ist oder irgendwas, dann kommt da vielleicht Hitze rein. Also möchte ich irgendwie so eine Schutzschicht drüber haben. Sei es was auch immer es sein möge. Und ich denke für mich persönlich so als Gedankengang, ist doch Putz wahrscheinlich besser, als wenn ich da nur eine olle Tapete drüber mache, die ja eigentlich nichts anderes ist als ein bisschen dickerer Stoff oder dickeres Papier. Gewittert es? Uns gerade. Ich höre gerade so ein ganz komisches Brummen. Naja, egal. Aber auf jeden Fall hoffe ich für mich persönlich, dass mir da irgendwie was einfällt. Aber ich werde wahrscheinlich nächste Woche um den Dreh rum, werde ich mal mit dem Handwerker reden und werde den fragen. Und vielleicht hat der mir dann eine gute Antwort auf die Frage, was kann ich draufklatschen, damit die Isoliertapete noch ein Stück kälter wird. Was ich auch für mich entschieden habe, was auf jeden Fall ist, ist, dass ich die Tapete nicht abmache. Weil wenn ich die abmache als Laie, dann verletze ich die Isoliertapetenanteile auf jeden Fall. Und das möchte ich nicht, weil wenn ich das dann irgendwie kaputt mache, da wäre ich mir ewiglich böse. Ja, und deswegen werde ich auf jeden Fall irgendeinen Profi fragen, der für mich die Tapete abmacht. Aber wer es genau wird und wie und wo und was, das muss ich dann erst noch sehen. Schon wieder was, wo ich auf zum Glück vorausschieben kann. Aber gar nicht mal so lange. Das ist schon krass. Ja, und was hat sich noch getan in den letzten paar Stunden? Also meine Oma sagt, dass das Zimmer jetzt wirklich soweit so fertig ist. Und dass man es am Montag nur noch streichen muss. Und ich hoffe, wenn alles nach meinen Hoffnungsplänen funktioniert, dass wir dann am Mittwoch vielleicht die Wohnung, also das Bett abräumen können und dann es irgendwann im Laufe der nächsten Woche abbauen. Das wäre eigentlich schon praktisch.
Und schön. Vor allem, wenn jetzt sogar schon der Vorhang, wo es dahinter sein soll, passt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt bei dem Bett, ist wohl die Verkleidungen für die Steckdosen. Aber das ist dann auch alles. Naja, da kommt jetzt viel Arbeit auf mich zu. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das alles soweit so wird. Ich werde euch dann, wenn ich mehr über den Putz und die Wand weiß, werde ich euch berichten. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.fried@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.